Hallo zusammen, ich bin's Anna und ich koche wieder mit euch heute. Und zwar, das nenne ich dicke Suppe. Ist eigentlich eine Rindfleischsuppe von Maggi hier. Die Rindfleischsuppe, also das ist unbezahlte Werbung. Ich nehme das halt immer. Also ich nehme eigentlich fast nur Maggi-Produkte in der Regel zum Kochen. Und ich finde die echt ganz gut. Das heißt Rindfleischsuppe, davon drei Tüten. Und das ist hier Met. Und das Met werde ich dann erstmal in so kleinen Bällchen formen. Und ich habe hier auch schon mal Wasser, also 1 Liter Wasser. Man braucht insgesamt 3 Liter Wasser hier für dieses Rezept. Ja. Sekunde. Das Met auspacken. Das habe ich heute Morgen extra aufgetaut. Hier, das Met. Da sind auch noch Zwiebeln und so drin. Muss man aber nicht nehmen. Das normale Met war ausverkauft, also habe ich das genommen. Und ich mache einfach so ganz normale irgendwie Bällchen. Und tue das dann ins Wasser rein. Boah, das Met riecht richtig lecker. Ist auch noch leider ein ganz bisschen gefroren. Das war jetzt nicht so schlimm. Und kann es halt trotzdem schon formen. Ja, also ich mag das Rezept, ich habe es lange nicht mehr gekocht und ja, da war gerade nur ein bisschen, wie heißt das, ein bisschen Folie hat irgendwie reingeklebt, weiß auch nicht warum. Ja, auf jeden Fall, ich kann es nur weiterempfehlen, also das ist ein ganz schnelles Rezept. Muss halt nur das Met halt rechtzeitig auftauen. Das ist gerade echt noch ein bisschen warm, gefroren natürlich. Ein bisschen gefroren. Und ja, ist halt ganz einfach. Man muss halt einfach nur die Met-Klöße machen und das dann ins Wasser tun und dann die ganzen anderen Sachen auch mit reintun. Ja. Und dann hat man ein cooles Essen. Also, dicke Suppe ist einem. Habe ich früher öfter gekocht, weil es halt sehr schnell ging. Ja, jetzt koche ich gar nicht so oft tatsächlich. Kann ich ja wieder mal machen. Also ist nichts Schlimmes. Also das hier ist echt noch ein bisschen zugefroren, schon fast. Um das ordentlich zu teilen. Aber es geht gerade noch so. Also sind jetzt diese ganzen Mac-Bällchen gewinnen jetzt auch hier keinen Schönheitspreis. Aber ist ja nicht so schlimm, finde ich. Ich habe übrigens vor, jedes Gericht, was ich so neu koche und euch noch nicht gezeigt habe, einmal dann zu zeigen, was ich so koche. Ja, es gibt halt verschiedene Gerichte, die halt gut sind zum Abnehmen, die anderen Gerichte sind manchmal nicht so gut, aber ganz ehrlich, man lebt nur einmal und wenn ich jetzt monatelang auf irgendwas verzichte, dann esse ich doch danach umso mehr davon und deshalb halte ich von der Diät halt auch nichts. So einfach nur ein bisschen auf die Ernährung achten reicht halt, meiner Meinung nach, und dann noch Sport machen, dann schafft man das halt ohne Probleme. Ich meine, wenn ich das schaffe, das schaffen dann auch andere Leute. Momentan stagniert das so ein bisschen, das nervt mich, aber heute gehe ich auf jeden Fall noch ins Fitnessstudio später mit Arbeitskollegen, das ist auch schön. Ja, das sieht jetzt nicht so perfekt aus, also wenn man es hier so drin betrachtet. Das schwimmt halt auch so ein bisschen, dann halt auch noch die Kräuter, die da noch mit drin sind. Aber das schmeckt bestimmt danach umso cooler. Ja, und ich konnte es Gott sei Dank doch komplett aufbrauchen jetzt. Ja, gut. Jetzt mache ich beispielhaft eine Tüte schon mal rein. Ich stelle das auch gleich schon mal an. So. Also Ziel ist es, dass es ein bisschen dicker ist, also mache ich da auch weniger Wasser rein. Wahrscheinlich nur so 2 Liter erstmal, dann gucke ich, wie dick das ist. Und dann, Oder noch ein, so. So, das geht da auch noch rein. Ja. Dann stellen wir das auch schon mal an.
Ebola. Und jetzt gleich tue ich noch kurz ein Liter Wasser rein. Sekunde. Oh. Ich muss dafür einmal kurz hinter die Kamera gehen. Meine Küche ist eigentlich nicht so optimal zum Aufnehmen, aber ich möchte euch das ja nicht vorenthalten, was ich hier so schönes koche. Ich zeige euch das ja immer, das Ergebnis so ein bisschen auch bei TikTok dann am Ende. Ja, das war's jetzt auch. Das ist ein ganz kurzes Rezept gewesen eigentlich. Das meiste Arbeit war halt einfach das, das Formen der Bällchen, die jetzt auch nicht perfekt aussehen, aber soll ja nicht perfekt sein, soll lecker schmecken. Und ich finde, es schmeckt gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt mal ein kurzes und einfaches Rezept zum Nachkochen. Ja, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video, eure Anna. Ciao, ciao.